Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freund, liebe Bruder, liebe Schwester, jeder kennt auch so, dass wenn ihr um den Traum geht oder wenn ihr die News hören, die Nachrichten hören, dass ihr sagt, diese Welt wird bloß noch immer schlimmer. Dass Beise nimmt Ewerhund. Und uns wird manchmal wirklich Angst. Dort sitzt es, wenn das Beise über uns und über unsere Familie ist, überrannt, und wir können nur staunen. Aber die Bibel sagt uns, dass die in uns ist, wenn Jesus Christus in uns ist. Die ist stärker, als die Beise findet, die in uns ist. Das stimmt, dass die Beise findet, die in uns ist. Und das stimmt auch, dass die sehr viel Macht hat. Dort ist stärker als uns wie. Wie von uns, wir kennen dem nicht, was da steht in unserem Namen. Aber wenn wir Jesus in unserem Hort haben, dann ziehen wir den Beise Fiend, was er stöhne. Und wenn wir uns Leben in Gottes Wort ütrechten, und wenn wir Gottes Wort predigen, dort wiederseien, dort bezahnen, dort Leute ütsprechen, dann macht der Beise Fiend das Fleisch riemen. Dann macht der Beise Fiend überrascht können. Backfahren. Er kann nicht fertig kommen, wenn wir uns im Namen Jesu jen am Stallen. Apostelgeschichte 19,20 sagt, dort ab der steht, wo der Mensch so dem Sultan ohne Bet hatte und so viel Beise zu tun hatte, dort das Wort Gottes bestohlen bleibt. Mein Bruder, meine Schwester, wenn du an Jesus Christus läufst, wenn du Jesus in dein Wort hast, dann hast du eine stärkere Macht als alle Macht von Beise Fiend. Aus alle Macht, die sich je in die in deine Familie stellt. Und du kannst Stellung annehmen im Namen Jesu. Und das Wort Gottes wird bestohlen bleiben. In die in deine Familie. Herr Jesus, ich danke dir, dass du den Beise Fiend besiegt hast. Ich danke dir, dass du in uns Hort kämpfst, wenn wir dich einladen. Und ich danke dir, Herr, dass deine Kraft stärker ist aus alle Macht von Beise Fiend. Und von Beise Geist und Dämonen. Und Herr, wir wollen lernen, in deinem Namen abzustehen. In dem Beise Fiend, die Stirn bei den Seien, im Namen Jesu, geh weich von uns. Und ich danke dir, dass du den Sieg hast. Wir beten in deinem Namen, Jesus. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp möchte bei dem Namen Jesu groß schreiben über Paraguay und die Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.